Moment. Das Geräusch. Mist. Ist alles okay? Alles gut. Irgendwo hier ist sicher ein leichterer Weg, der zurück zur Straße führt. Gehen wir. Hast du dafür eine Erklärung? Nein, nicht wirklich. Ich weiß, dass es in Little Hope fast zur selben Zeit wie in Salem Hexenprozesse gab. Was war los? Das kannst du selbst herausfinden. Was ist? Was hast du? Alles gut? Ja, danke. Es geht schon, aber irgendwas hier ist... Was wir heute erlebt haben, ist nicht leicht zu verdauen. Wir gehen alle anders damit um. John hier will unbedingt anführen, das Alpha-Tier spielen. Während Daniel und Taylor anderen, etwas tierischeren Trieben nachgehen. Meinst du, dass sie, Werd erwachsen, Andrew. Wärst du mit Taylor unterwegs, würde es dir gleich ergehen. Ich glaub nicht, dass Taylor oder sonst wer sich für mich interessiert. Das stimmt einfach nicht. Du hast doch viel zu bieten. Wenn wir das hier überleben. Wir sollten zu John gehen. Alles okay? Es fühlt sich an, als könnte ich es Angela einfach nicht recht machen. Ich habe das Gefühl, für alle hier verantwortlich zu sein. Ich bin für euch alle da. Was würdest du an meiner Stelle denn machen? Ich schätze, ich würde Optimismus zeigen. Würde mein Bestes geben. Mehr geht nicht. Ich weiß nicht, ob mein Bestes bei dem Ganzen, was hier heute Abend los ist, noch reicht. Was wir vorhin gesehen haben... Glaubst du wirklich, das war übernatürlich? Sieht schon langsam fast so aus. Erst das kleine Mädchen im Nebel und dann, was immer zur Hölle das vorhin war. Nur weil wir dafür keine Erklärung haben, wäre es extrem unklug, dass wir gleich übertreiben. Ähnliches geschah während der Hexenprozesse in Little Hope. Fehlentscheidungen aufgrund mangelnder Beweise. Das, was hier gerade passiert, ist anders als das damals. Wisch meine Worte nicht so schnell wieder vom Tisch. Das klingt echt nicht gut. Kein Grund zur Sorge.
Teufel! Warte! Was ist? Da hat sich etwas bewegt. Was zum Teufel machst du da? Ich sehe mich nur ein wenig um. Bist du jetzt ein Einbrecher? Erzähl es einfach keinem. Naja, ist eh niemand da. Hast du dich genug umgesehen? Ich habe das hier entdeckt. Was zur Hölle machst du mit einer Waffe? War unterm Boden versteckt. Und da lag sie auch gut. Waffen sind gefährlich und wir haben schon genug Ärger. Ich behalte sie. Bei dem, was gerade abgeht, könnten wir sie vielleicht noch brauchen. Aber einen Toten brauchen wir sicherlich nicht. Ich pass auf, versprochen. Oh, Männer und Waffen. Behalt das dumme Ding ja in der Hose. Ich will es nicht mehr sehen. Was für ein Ort ist das? Professor? Andrew hier hat eine Waffe. Was? Eine Waffe? Bist du verrückt? Warum musst du mich wegen der Kleinigkeit an John verpetzen? Ich hasse Waffen. Sie sind gefährlich und sinnlos. Enttäuscht mich, dass du das nicht begreifst. Was soll's? Wenn du dich damit sicherer fühlst, dann behalte sie doch. Mir ist eh schon alles egal.
Hier finden wir sicher was. Ein Funkgerät, ein brauchbares Telefon. Vielleicht sogar den Busfahrer. Schau, ob du etwas zum Zerschlagen der Scheibe findest. Gib her. Ich schlag das Fenster ein. Kein Problem. Ich mach das. Okay. Wenn du meinst. Das kann doch jeder. Nicht jeder. Ein Stein 5 Meter durch ein Fenster werfen? Das kann doch wirklich jeder. Lass wen anderen ran, wenn du dich unter Druck gesetzt fühlst. Ich bin ganz entspannt. Ich sag ja nur. Bist du mal ruhig? Mach dir dann mal endlich. Der Rahmen wird noch morsch und das Glas von selbst herausfallen, bevor ihr zwei fertig seid. Treffer! Du hast wohl doch das Zeug zum Baseballer. Glaubst du, ein Anfänger könnte so werfen? Scheint sicher zu sein. War ganz einfach. Du bist dran. Glaubst du diesen Doppelgänger-Kram? Ich weiß nicht, was John gesehen hat, und ich habe auch nicht vor, es herauszufinden. Was war das? War bestimmt gar nichts. Warum die Schule wohl geschlossen ist. Vergiss das mal. Selbst wenn du es schaffst, ich werde dir nicht folgen. Ich mochte Schule nie. Verschwinden wir. Oh, da geht's offenbar nicht durch. Hab mich wohl falsch entschieden. Kein Stress. Keiner hat uns hierher gescheucht. Wir finden einen Weg.
Hey, geht's dir gut? Wer bist du? Was machst du hier? Irgendwas ist an dieser Sache echt faul. Ist das das Kind, das Angela und Andrew gesehen haben? Ich weiß es nicht. Wow, mach das lieber nicht! Wovon redest du? Geht weg, sonst findet er mich. Komm heraus, Mary. Ich weiß doch, dass du dort bist. Bitte, nein, lass mich los. Ich lasse dich los, wenn du versprichst, unser Geheimnis zu bewahren. Deine kindischen Spiele sind lästig. Du wirst mich respektieren. Und du sagst nichts. Nein! Loslassen, sofort! Welcher Zauber ist das? Ich bin bis ins Mark erfroren. Ich habe nichts getan. Amy ist die Zauberin. Sie ist im Bunde mit dem Teufel. Ich sah sie im Wald mit ihren Teufelsdienern. Ich bin unschuldig. Ich erfahre die Wahrheit so oder so. Du kommst mit mir, Kind. Danke euch vielmals. Sei still, Kind. Weiß jemand, was gerade passiert ist? Es muss eine Verbindung zwischen den Kindern geben. Das kann kein Zufall sein. Ich versteh's nicht. Wir sollten hier schnell weg. Gehen wir. Finde ich auch. Schön, dass du da bist. Wir kommen beide hier raus. Wirst sehen. Vielleicht ist da jemand. Vielleicht gibt's Hilfe. Gehen wir hin. Ich helfe dir. Ich glaube nicht, dass wir so aus der Stadt rauskommen. Ist kein Weg. Muss irgendwo hinführen. Ich weiß nicht, das ist nicht mal ein echter Weg. Das hier war wohl mal ein Laden oder so. Hier drüben, schau mal.
Was machst du da? Hilf mir mal schieben. Ernsthaft? Es geht nicht anders. Oh, wenn's denn sein muss. Na los, du Muskelprotz. Ich versuch's zu öffnen. Echt jetzt? Du willst da rein? Ja. Weißt du was Besseres? Ja, geh nicht in das alte, dunkle, gruselige Haus nach dem, was passiert ist. Ich beeile mich auch. Wenn irgendwas passiert, schrei einfach. Dann komm ich. Okay, mach ich. Brauch dein Handy. Wofür? Licht, ist dunkel da. Bitte beeil dich. Bin drin. Alles gut? Glaub schon. Jetzt mach schon. Taylor, die Tür geht nicht auf. Okay, ich suche einen anderen Weg.